herzlich willkommen bei Renewable Machand in Unterkrumbach. Neben Hasbrook im Nürnberger Land, im Herzen von Frankfurt und nördlich von Bayern. Ich bin Praktikantin Natascha Lüffler und ich darf Sie zusammen mit Stefan Eberhardt vom Höhenbau in Kühlhofen auf die Konsumente einladen. Servus zusammen. Wir laden Sie ganz herzlich in unser Möbelmacherloft auf die Konsumente ein und kümmern uns sogar um Ihre Eintrittskarte mit ein wenig Glück auch um Plätze an der Testtafel. Auch die weiteste Anreise lohnt sich nach der Einschätzung unserer Gäste, schon allein dafür, dass Sie die Köchinnen und Köche live erleben. Vertrauen Sie uns und schicken Sie jetzt sofort das Formular los, mit dessen Hilfe Sie hoffentlich kalten und Platz erhalten. Aber sollten Sie verhindert sein, freuen wir uns auf Ihren Besuch in der Woche drauf, am Tag des Schreiners und der Schreinerin am 9.11. in Unterkrumbach. Unser preisgekrönter neuer Möbelmacher Joel sucht zusammen mit seiner Lebensgefährtin Linda eine Zwei-Zimmer-Wohnung, idealerweise in Hasbrook ab 50 Quadratmeter. Bitte melden Sie sich bei uns, für unser ganzes Team legen wir die Hand ins Feuer. Die dank dieses liebevollen Videos bei uns reinflatterten Heiratsanträge geben übrigens nicht weiter. Unser Energieversorger und Abnehmer Heva aus Hasbrook hat in unserer Ausstellung einen wunderbaren Fototermin, mit dem jetzt auch wir für das engagierte Team werben. Deren Strom unterscheidet sich vermutlich kaum von dem anderer Anbieter, aber er macht viel mehr Freude. Ein richtig großes Kuschelsofa ist auf unserer übrigen Seite gelandet, das wir extrem günstig oder für soziale Zwecke auch kostenlos hergeben würden. Die wunderbare Geschichte über Ariel aus Indianapolis und Zoe aus Oberkrumbach erzählen wir zusammen mit der unserer neuen Ausstellungsküche aus Kirschbaum mit Wurm im Glock. Alexandra Hildebrand hat einen philosophischen Artikel über den Tisch an sich und die aus Unterkrumbach im Besonderen geschrieben, der temporal von der Steinzeit über Goethe ins Heute reicht. Er erinnert daran, dass der Tisch einer der Guten ist, der die Gesellschaft zusammenhält. Wir haben ihn im Nachhaltigkeitsblock mit weiteren Fotos aus unserem Archiv ergänzt. In Wilder Eiche hat sich Familie Sauer ihre Küche ausgesucht. Das L als Spülplatte ist aus gesinterter Keramik und die schnuckelige Kochinsel mit Teppanyaki lädt zum Chipsbraten ein, was dort aufständig zelebriert wird. Den schönen Relaxessel Daydreamer gibt es als Limited Edition im Sonderangebot. Besuchen Sie uns zum Probebesitzen. Der hörenswerte Podcast von Beyond Content beschreibt die Möbelmacher von Herwigs Jugend 1975 bis in die Zukunft und in die in den nächsten 10 Jahren gesuchte Nachfolgerin oder den Nachfolger. Besuchen Sie uns auf der Consumenta oder am Tag des Schreiners oder wann immer Sie Zeit haben, bitte immer telefonisch anmelden und bis bald.